zu zweit einen Reifen. Einer arbeitet, eine Pause und dann wechseln wir immer. Auch verschiedene Laufgeschichten. So, wir fangen an. Rhythmus. Einer außen, rein, rein, raus. Rein, rein, raus. Eigentlich recht einfach. Wir probieren. 6 Sekunden, so schnell ihr könnt. Los. Los, so schnell es geht, so schnell es geht. Gut, und wechsel. Wechseln, der zweite gleich loslegen. So schnell es geht, so oft es geht, rechts und links. Stopp. Hinter dem Reifen stehen. Rechts rein, links rein, raus, raus. Tap, tap. So schnell es geht. 6 Sekunden, der erste wieder. Los. So schnell es geht. Stopp. Und der zweite. Los. Ganz kurz, nur ein paar Sekunden. Stopp. Gut, 2 Kontakte. Ähnlich wie die erste. Nicht ganz. Raus, raus, rein, rein. Raus, raus, rein, rein. So schnell es geht. Los. Außen, außen, innen, innen. Außen, außen, innen, innen. Raus, raus, rein, rein. Und Wechsel. Ja, los, gleich los. Dann geht's schneller. Sonst friert ihr noch. Gut, stopp. Ein Fuß ist drin, einer ist draußen. Bisschen in die Hocke. Und wir springen in die andere Fuß rein, andere raus. Und versuchen das so schnell es geht. Los. So schnell es geht. Wie Skifahren so ein bisschen. Es geht darum, es schnell zu machen und nicht hoch. Und wechseln. Stopp. Wieder springen. Ein Fuß rein, einer raus. Und wir wechseln die Schrittstellung. So schnell es geht. Los. Stopp. Wechsel. Und los. Stopp. Gut. Seid ihr so lieb und packt die Reifen alle mal hier raus? Zum Warmmachen, je nachdem, um mal Abwechslung reinzubringen und immer die Bahn. Und von den Schrittmustern völlig frei. Ich kann kleine Hopse machen, Sprünge machen, Laufmuster machen. Ich kann auch sagen, jedes Pärchen nimmt 2 Reifen so oder mit einem Dreieck arbeiten und dann völlig frei. Was mir immer relativ wichtig ist, ich denke mir, unsere Sportart, wir haben maximal am Stück 3 Sekunden schnell, wenn überhaupt. Meistens ist 1,5 Sekunden schnell, also muss ich keinen 30-Meter-Sprint machen. Es geht für mich eigentlich immer nur um ein bisschen Geschicklichkeit, ja, aber immer um ganz kurze Frequenzen und die maximal schnell. Deshalb auch die, bei so Sachen eigentlich Rhythmus ist maximal 10 Sekunden Belastung und dann 30 bis 40 Pause. Und wenn ich so Sachen mit einer Reihe habe, wo ich dann eben ja, 4 Leute, einer arbeitet und laufen nacheinander nach, ist, glaube ich, von der Belastung eine ganz gute Sache.